Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg heimgesuchter Humanoiden, oder genau gesagt hier um den Glitzerstab. Dieser befindet sich hier im Gebiet Ardenwald und zwar bei 58-57. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht wie folgt aus. Nur so als kleine Vorwarnung, der Kampf, also die Taktik, die ich jetzt präsentiere, dauert etwa 150 Runden. Also da müsst ihr ein wenig Zeit mitnehmen. Aber ich kann euch versichern, wenn ihr die Attacken schön abarbeitet, sollte es eigentlich ein hundertprozentiger Win sein, auch wenn vielleicht an einer bestimmten Stelle Crits reinkommen. Aber beginnen wir gleich mal mit dem Team. Zuerst einmal nehmen wir hier den Winterlaubsbrigand mit Frostschock, Frostnova und Eisbarriere, Herold der Flammen mit Brand, Magmawelle und Feuersbrunst und Hofbote mit Faust ins Gesicht, Abwehr und Steingestalt. Ich weiß, sehr spezielle Pets, zum Beispiel hier den Winterlaubsbrigand, ist halt ein wenig zeitintensiv, also man muss halt einfach 10 Kämpfe bewältigen können beim Erfolg Schändliche Scheusal der Schattenlande. Also eben, das ist halt einfach der Erfolg, den man bekommt, wenn man die 10, ja ich sag mal so, legendären Pets besiegt im Gebiet Schattenlande hier. Aber ja, wenigstens muss man kein Gold in die Hand nehmen. Dann beim Herold der Flammen gibt es noch einen kleinen Ersatz. Da kann man zum Beispiel den Schneeboldwicht mitnehmen, hier mit Ruf des Winters. Aber Herold der Flammen ist auf den meisten Server halt am günstigsten, deshalb würde ich das hier empfehlen. Beim Schneeboldwicht ist es so, dass der Kampf ja um etwa 50 Runden verringert wird, also etwa 100 Runden dauert dann der Kampf, weil Ruf des Winters halt meistens den doppelten Schaden anrichtet. Dann beim Hofboten gibt es ebenfalls noch einen Ersatz, da gibt es den Abenteuerlustiger Hopfling mit Aufmunterung und Nickerchen. Ich würde halt empfehlen, an der Stelle, wo man Abwehr einsetzt, beim Hofboten halt hier die Aufmunterung einsetzen und an der Stelle von Steingestalt halt Nickerchen, damit es schön aufgeht. Also ich habe es mit beiden hier erledigen können, dauert etwa bei beiden gleich lange. Also eben, da gibt es keinen großen Unterschied. Hofboot ist vielleicht ein bisschen aktueller, weil es hier durch die Fraktion Hof der Ernte halt zu holen ist. Beginnen wir gleich mal den Kampf. Und hier gleich zu Beginn setzen wir die Eisbarriere ein. Dann wechseln wir hier gleich weiter auf den Herold der Flammen. Ich werde dann zu einem späteren Zeitpunkt noch vorspulen, weil meistens ist es eben der gleiche Ablauf, aber der Anfang wollte ich halt schön erklären. Jetzt zum Beispiel hier müssen wir halt passen, weil ja der Gegner die Eisbarriere noch nicht aufgelöst hat. Das wird zu einem späten Zeitpunkt dann auch wegfallen, aber zu Beginn müssen wir das so einsetzen, dass wir hier ja mit der Magmawelle den ersten Schaden anrichten können. Und wenn eben keine Crits reinkommen, sollte eigentlich im Normalfall das hintere, also die hinteren zwei Pets eigentlich immer zuerst sterben und dann Faulpelz, auch wenn da ein, zwei Crits reinkommen. Aber wenn man die ganze Zeit crittet, wird Faulpelz halt ein bisschen früher sterben und man sollte trotzdem recht gut vorankommen. Dann an dieser Stelle wechseln wir auf den Hofboten und der setzt gleich zu Beginn Abwehr rein. Und das wiederholen wir eigentlich die ganze Zeit, bis Hofbote etwa bei 400 Gesundheitspunkten ist. Dann gibt es so einen kleinen Wechsel. Aber hier bauen wir diesen Wechsel zuerst einmal ein, setzen wieder die Eisbarriere, wechseln dann wieder auf Herold der Flammen. Und da fällt jetzt neben das Passen weg. Und deshalb können wir hier ja ohne Probleme die Magmawelle einsetzen. Dann wechseln wir gleich wieder weiter auf den Hofboten. Setzen wieder die Abwehr rein. Also der Kampf dauert so etwa ja, 12 bis 15 Minuten. Ist halt auch eine Sache von Konzentration, wie lange man halt da ohne Probleme durchkommt. Dann wieder wechseln auf die Eisbarriere. Und dann Herold der Flammen. Und die Magmawelle. Eben beim Schneeboldwicht ist es halt so, dass irgendwann einmal halt eben ja der Schneesturm hier wirkt und deshalb macht halt die eine Attacke, also Ruf des Winters, halt doppelten Schaden. Deshalb wird es halt ein bisschen schneller gehen. Aber ja, Herold der Flammen ist auf den meisten Server halt teilweise 5 Gold wert, also eben vielleicht ist das ein bisschen zugänglicher, das Pad. Dann hier wieder die Abwehr einsetzen. Dann hier wieder das erste Pad mit der Barriere. Also wenn irgendwann einmal ein Pad kommt, das eine ähnliche Attacke hat, kann man das natürlich schön ersetzen. Aber zurzeit ist es, ja, wenn ich es richtig gesehen habe, das einzige Pad bei den humanoiden Pads. Dann wieder auf Herold der Flammen wechseln. Setzen hier die Magmawelle
und dann wechseln wir gleich wieder weiter auf den Hofboten. Da der Gegner uns jetzt dann gleich unter 400 haut, ja, müssen wir jetzt dann gleich einen anderen Wechsel einbauen, weil wir müssen irgendwann uns ja hochheilen, ansonsten wird halt Hofbote zu früh sterben. Und grundsätzlich könnte man nochmals einen Durchgang durchgehen, aber das Problem ist, wenn man jetzt dann gleich ein Crit abbekommt, würde das Pet hier halt zu früh sterben. Und wenn man da bereits bei Runde 100 ist, ist es ein bisschen mühsam, wenn man da wieder von vorne beginnen muss. Deshalb lieber zu diesem Zeitpunkt jetzt dann gleich den Wechsel einbauen. Aber zuerst einmal wechseln wir wieder zurück auf das erste Pet, setzen die Eisbarriere. Und anstatt, dass man jetzt hier auf den Herold der Flammen wechselt, wechselt man sofort auf den Hofboten und setzt hier die Steingestalt ein, damit wir hier wieder am Schluss von diesen drei Runden ja etwa bei 100% sind. Also im Normalfall soll das eigentlich immer 100% sein, weil der Gegner macht jetzt zu wenig Schaden an uns und wir können recht gut uns gegenheilen. Und das ist eigentlich die ganze Hexerei hier, aber hier können wir wieder zurückwechseln auf das erste Pad, setzen wieder die Eisbarriere ein. Und das Ganze fängt von vorne an sozusagen. Also eben jetzt arbeiten wir wieder gleich. Deshalb werde ich jetzt hier jetzt dann gleich vorspulen. Und dann sehen wir uns gleich zum Schluss, wenn wir den Gegner besiegt haben. Also bis gleich. So, da sind wir wieder und zwar eben, ihr seht, die hinteren zwei Pads sind jetzt besiegt. Ich bin jetzt bei etwa Runde 130, genau. Und zu diesem Zeitpunkt kann man eigentlich ja richtig reinhauen. Also eben, man könnte grundsätzlich auch früher, aber damit man wirklich auf Nummer sicher gehen kann, damit die hinteren zwei Pads besiegt sind, kann man warten, bis halt die hinteren zwei Pads ja tot sind und dann können wir hier irgendetwas einsetzen. Und den Gegner halt weghauen. Ihr seht, wurde gleich gecrittet und das ist eigentlich auch diese 402, bisschen die magische Grenze, damit man da nicht irgendwie zu spät halt mit dem Hofboten sich hochheilt. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!